Die Luftangriffe auf die ostukrainische Metropole Charkiw fordern fast täglich neue Todesopfer in der Zivilbevölkerung. Am Samstag wurden mindestens 3 Menschen getötet und 18 weitere verletzt. Die Einschläge zerstörten eine Großküche, in der zahlreiche Freiwillige arbeiteten. Offenbar konnten sich alle ins Freie retten. Wir waren gerade dabei, Brot zu backen und Essen zuzubereiten, als die Explosion die Wände beben ließ. Die Explosion war so stark, dass wir zunächst nicht begriffen haben, was geschah. Aber als sich die Wände zu bewegen begannen, war uns allen klar, dass wir raus müssen. Im Moment sieht es so aus, als hätten wir alle überlebt. Der Leiter der Großküche berichtete, bei der Attacke sei mindestens ein Zivilist ums Leben gekommen. Er habe viele blutüberströmte Verwundete gesehen. Wir haben noch 2 weitere Standorte, die Essen zubereiten. Ich glaube, sie stehen noch. Wir werden jetzt nicht zu Hause sitzen, wir werden weitermachen. Ich habe kein Auto mehr, um zu liefern, aber ein Fahrrad. Also werde ich mich auf diese Weise fortbewegen und wir werden weiterhin Essen zubereiten. Weitermachen trotz widrigster Umstände und mit dem Tod als ständiger Begleiter. Diejenigen, die sich in den Ruinen von Charkiw für andere Zivilisten engagieren, leisten schier Übermenschliches und überwinden die eigene Angst. Da Charkiw weiter unter Beschuss ist, rief der Gouverneur der Region die Menschen auf, nicht ohne triftigen Grund ihre Wohnungen zu verlassen.